Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir stehen vor einer sehr schweren Entscheidung. Wir müssen uns für eines der drei Häuser entscheiden. Und damit wird im Rest des Spiels werden wir bei dem bleiben. Ja, es ist schwierig, aber ich habe unten noch die Info gelesen, um was es sich dann eher handelt. Also bei diesem Haus handelt es sich eher um Bogenschützen. Hier eher um Magie und hier eher um Ritter. Eine schwierige Entscheidung. Aber ich habe es schon gesagt, ich bin eher der Magiefreund. Deswegen denke ich, werde ich mich für die Magie entscheiden. Ich habe mich auch schon früher mal eher ihr zugewandt gefühlt. Wobei ich sagen muss, also zwischen den beiden finde ich es echt schwer. Also ich würde mich auch echt gerne ihn anschließen. Also das ist echt auch gut. Der war mir jetzt auch sehr sympathisch und auch seine Leute. Also ich finde auch die Leute von ihm hier und von ihr sind echt am coolsten. So jetzt vom ersten Blick. Also entweder... Ja, also es ist schwer, aber ich habe mich jetzt für sie entschieden, deswegen werde ich auch jetzt hier nehmen, weil einfach der Hauptgrund ist die Magie. Ich mag gerne Magieeinheiten und deswegen auf geht's. Du hast dich also für die schwarzen Adler entschieden, die Edelgard anführt, korrekt? Ja, das ist richtig. Dein Herz hat also eine Wahl getroffen. Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du diese jungen Geister mit Tugend, Sorgfalt und Ernst anleitest. Sie sind alle vielversprechende junge Leute, die die Last von Fordlands Zukunft auf ihren Schultern tragen. Es ist eine große Ehre für euch, sie anzuführen. Bruderherz? Oh, es tut mir leid. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Oh, wer ist das? Ich bin gerade beschäftigt, Flayne. Ist es etwas Dringendes? Nein, aber wer ist denn das? Das ist der neueste Magister unserer Akademie. Oh, what? Ein Neuzugang an der Militärakademie. Es ist mir eine große Freude, dich kennenzulernen, Magister. Ich bin Zettel, deine Schwester Flayne. Wie schön, deine Bekanntschaft zu machen. Wenden wir uns doch bitte wieder dem Thema unserer Unterhaltung zu. Es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. In ein paar Tagen findet ein Trainingskampf zwischen den drei Häusern statt, um die Fortschritte der Studenten zu prüfen. Wir werden diesen Kampf auch nutzen, um uns von euren Fähigkeiten zu überzeugen. Bitte enttäuscht die Erzbischöfe nicht. Das wäre alles. Okay, es ist quasi die Prüfung. Also wahrscheinlich jetzt der nächste Kampf für uns. Wo wir gegen die anderen bestehen müssen. Was? Du bist der neue Magister? Damit hätte ich nicht gerechnet. Sag mal, Kaspar, ist das nicht ein bisschen unhöflich? Allerdings, aber ihm Höflichkeit beizubringen wäre etwas vergebliche Liebensmühe, meine Liebe. Ich für meinen Teil freue mich schon ungemein auf deinen Unterricht, Magister. Also wenn ihr mich dann entschuldigen würdet, ziehe ich mich mit einem kleinen Nickerchen zurück. Ah, sieh mich bloß nicht so an und bitte sprich auch nicht allzu oft mit mir. Ah, das ist die so ein bisschen, ja, okay. Ja, bitte entschuldige das Chaos, in dem du hier gelandet bist. Mir kam zu Ohren, dass wir gleich ein Alter sind, Magister. Dürfen wir also mit dir genauso umgehen, als wärst du einer von uns? In unserer Klasse sind wir generell stets bemüht, uns ungeachtet von Alter und Stand auf gleicher Ebene zu begegnen. Ich persönlich wäre hoch erfreut, auch dich in diesen erlesenen Kreis aufzunehmen. Ja, das passt. Ist egal. Sehr große, sehr großbauchig. Alter, was ist das für eine Übersetzung? Großbauchig. Was ist das für ein Wort? Alles klar. Von dem Magister, ich werde große Freudigkeit aus deinen Lehren nehmen. Petra, ich glaube, du wolltest sagen, dass unser Magister großherzig ist. Ein kleiner Unterschied zu großbäuchig. Ja, genau, ne? Ich wollte schon sagen. Du solltest es vernünftig, zukünftig vermeiden, jemanden von der Art der Schlankigkeit und Attraktivität als großbäuchig zu bezeichnen. Oh, bitte vielmals um Verzeihung, ich habe noch keinen Meister in dieser Sprache. Magister, es ist vollkommen akzeptabel, dass du mich genauso wie alle anderen behandelst. Ich mag die kaiserliche Prinzessin sein, doch hier in der Akademie bin ich nichts weiter als eine Studentin unter vielen. Ich habe große Erwartungen an dich, ganz gewiss wirst du die Klasse der schwarzen Adler zu neuer Größe führen. Klar und gewiss, wie wäre es jetzt mit einer kleinen Übungsstunde, um das Eis zu brechen? Ich will sehen, was unser neuer Magister auf dem Kasten hat. Ich dachte schon, er will jetzt ein Eis haben, weil ich könnte eins gebrauchen. Hier ist es ziemlich heiß. Aber naja, dann müssen wir mal das Eis brechen, wenn es keins gibt. Schade. Warum soll ich das Eis kaputt machen? Ist das nicht ein Brauchtum, das ich in meinem Studium vermisst habe? Kein richtiges Eis, leider. Mann, uns ist ja auch heiß, aber gibt's leider nicht. Ja, es heißt einfach und das ist halt so eine Sprachgewandtheit und so. Ja, ja. Ich will nicht üben. Lass uns lieber im Klassenzimmer bleiben und die Nasen in Bücher stecken. Zuerst sollten wir uns ein bisschen abregen und gemeinsam ein Tässchen Tee trinken. Klingt das nicht aller Herz aller Liebsten, Magister? Schnarcht um die Ersten. Ja, ich weiß zwar, dass wir auf einer Ebene begegnen wollen, aber auch meine Toleranz hat ihre Grenzen. Das ehrenwerte Haus der Schwarzen Adler benötigt klare Strukturen.
Deine erste Aufgabe scheint wohl darin zu bestehen, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ich beneide dich mitnichten. Für gewöhnlich sind sie weit weniger pflegelhaft. Bleibt nur zu hoffen, dass du der Sache gewachsen bist, Magister. Ja, das hoffe ich aber auch, ey. Scheint schon ein chaotischer Haufen zu sein. Ah, wir machen das. Einheiten mit Wappen haben spezielle Fertigkeiten. Jedes Wappen ist einzigartig. Bewege deinen Cursor über das Wappen in der Detailansicht einer Einheit, um darüber mehr zu erfahren. Okay. Das ist irgendwas Neues. Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber gut. Dann haben wir uns jetzt entschieden. Ich hoffe, es war eine gute Entscheidung. Denn das ist natürlich schon ziemlich entscheidend, ne? Es können neue Bereiche im Kloster erkundet werden. 1000 Gold haben wir jetzt schon bekommen. Nice. Und jetzt geht's hier weiter, wie es aussieht. Wo ihr gerade schon mal hier seid, würde ich gerne mit dieser Vorrichtung hier prüfen, ob in euch ein Wappen ruht. Tut auch gar nicht weh, versprochen. Ihr wisst nicht, was Wappen sind. Dann werde ich euch alles darüber erklären. Einfach alles. Habt ihr ein paar Tage Zeit? Das könnte ein wenig dauern. Wappen sind ein faszinierendes Thema, aber bevor wir in die Einzelheiten gehen, sollte man verstehen, was sie überhaupt sind. Die Inkarnation der Macht. Sie sollten uns von der Göttin der Aionen verliehen worden sein. Sie bestehen im Fleische weiter und werden in einem Geschlecht vererbt. Wer ein Wappen trägt, beherrscht etwa Magie, verfügt über außergewöhnliche Stärke oder profitiert von verschiedensten anderen Gaben. Jedes Wappen hat seine eigene Macht, die für uns Sterbliche untergründlich, unergründlich ist. Zumindest bislang. Und ich hab so ein Ding, oder was? Das vermute ich, ja, aber wir können es nicht sicher wissen, bevor wir es nicht weiter erforscht haben. Wie gesagt, werden Wappen innerhalb eines Geschlechts weitervererbt. Doch nur weil jemand ein Wappen trägt, ist noch nicht lange sichergestellt, dass auch seine Nachkommen es erben werden. Nur wenige Nachfolger am Stammbaum eines Wappenträgers erben letztendlich auch die Macht des Wappens. Vielleicht hat einer eurer Vorfahren ein Wappen besessen und ihr habt es zufällig geerbt. So manifestiert sich nämlich nur für gewöhnlich ein Wappen. Oh ja, das ist schon wichtig. Bitte findet es raus. Natürlich, gar nicht. Ich werde der Sache schleunigst auf den Grund gehen. So, bitte haltet euren Arm über dieses Gerät. Was ist denn das? Und solche Muster habe ich noch nie gesehen. Kann es denn wirklich sein, dass wir hier ein bisher unerkanntes Wappen entdeckt haben? Dass es tatsächlich immer noch Wappen gibt, die selbst ich nicht kenne, wahrlich ergreifend. Bitte entschuldigt, mein unangenehmes Jauchzen. Ich muss in Ruhe nachdenken. Ihr dürft euch nun entfernen. Dieses Wappen muss gründlich erforscht werden. Ja, absolut gründlich. Aber für den Moment ist eure Arbeit hier erledigt. Hm, was könnte diese Linie bedeuten? Vielleicht zeigt sie einen Mangel an Symmetrie an. Oder vielleicht... Was um alles in der Welt? Oh, verstehe. Sie könnte daran verbunden sein. Aber zu einem stärkeren Grad als außergewöhnlich. So eine Geheimnistuerei hier, ne? Jetzt wird nicht verraten, was das ist. Es hängt bestimmt mit dieser Solo-Lüft zusammen oder so, die wir in den ersten zwei Parts kennengelernt hatten. Ich wette. Oh, das ist so geil alles, ne? Ich bin so gehypt hier. Komm, jetzt lass mal zocken hier. Ich will jetzt endlich mal richtig loslegen. Ich weiß, ihr erwartet auch schon darauf, dass es mal noch richtig losgeht. Zu Beginn jedes Monats erhalten die Magister der Militärsakademie einen Plan für den bevorstehenden Monat. Darin steht unter anderem, an welchem Tag besondere Ereignisse und Missionen stattfinden. Behalte deinen Plan immer im Auge, damit du jeden Monat vorausplanen kannst, was du wann erledigen willst. Pff, das klingt stressig, ey. Im Kloster gibt es einen festen Zeitplan. Ja, hatten wir. An einem freien Tag der Woche darfst du dir eine Aktivität außer der Liste aussuchen. Anfangs gibt es allerdings nur die Option Erkunden. Wähle den Kalender mit den Richtungsknöpfen aus, um dir den Zeitplan für jeden Tag anzusehen. Das sieht echt stressig aus. Achso, das sind hier die verschiedenen... die verschiedenen Tage, okay. Der erste freie Tag. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Jetzt haltest du mal eigenes. Okay. Noch nicht wirklich irgendwas. Okay, und das sind so die Sachen, die wir planen können. Cool. Was ist Statistik? Wahrscheinlich noch nichts. Okay. Ist es auch für Online-Gaming dann da? Das kann natürlich auch gut sein. Was ist hier? Kampf zwischen den Häusern. Achso. Hier ist ein Übungskampf der schwarzen Adler, blauen Löwen und goldenen Hirschen. Führe deine Studenten zum Sieg. Und der Geburtstag von Ferdinand ist auch da. Und hier kann ich gar nichts machen. Ja, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, hier kann ich irgendwie noch nichts hinschreiben.
Und da kann ich auch nichts machen. Ne, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Was ist das hier? Kampf der Dämmerung. Auf Bitten der Haussprecher der Militärakademie hast du eine Gruppe Banditen im Dorf ausgeschaltet. Okay. Geburtstage noch ein paar. Der Tag der Gründung des Adrianischen Kaiserreichs durch Wilhelm, der von der heiligen Königin Cyrus selbst gekrönt wurde. Okay, cool. Geht noch weiter oder ist es... Nee, ist fertig, ne? Ja, okay. Dann sind wir fertig, ja. Oh, das ist also mein Zimmer. Da war gerade eine Mädchenstimme, oder bilde ich mir das ein? Ach, ist schon wieder die Alte da, oder nicht? Also die Sorolf, oder war das... Boah, die ganzen Namen, es wird echt eine Herausforderung, sich das zu merken. Mit dem Haussprecher soll ich sprechen. Das sind die Studentenquartiere. Das hier sind die Quartiere der Studenten. Ihr habt hier ebenfalls ein Zimmer, damit ihr sie besser beaufsichtigen könnt. Das liegt ganz hinten. Bürgerliche Studenten wohnen ebenfalls im Erdgeschoss, während der erste Stock hauptsächlich für Studenten von adeliger Geburt reserviert ist. Generell versuchen wir niemanden wegen seines sozialen Status zu diskriminieren, aber der Adel kann bei Fragen der Schicklichkeit hartnäckig sein. Apropos, es wäre gut, wenn ihr unangemessenes Verhalten vermeiden könntet. Ich erwarte, dass ihr den Studenten ein gutes Beispiel seid. Ja gut, das ist ja klar, ne? Oh, wer seid ihr denn? Ich bin so begeistert von meinem Magister. Ich würde gerne immer mehr über Strategie lernen. Vielleicht sollte ich mit meinem Magister darüber sprechen, ob ich in ein anderes Haus wechseln darf. Ist die bei uns oder nicht? Ansonsten gibt's hier Klatsche, ne? Die bleibt schön bei uns. Wohnheim, Erdgeschoss. Okay, hi. Irgendwas. Manche sagen, dass die Würde des Kaiserreichs vom Ergebnis des Übungskampfes abhänge. Das ist natürlich übertrieben. Boah, das ist aber echt krass. Dennoch müssen wir unser Bestes geben, um zu siegen. Es wäre ratsam, die Fähigkeiten der Studenten kennenzulernen, um sie effektiv einsetzen zu können. Training und Vorlesungen sind auch hilfreich. Du siehst ziemlich verloren aus. Ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus. Ich helfe dir gern, dich zurechtzufinden. Paar Tutorials. Das Kloster verfügt über ein paar außergewöhnliche Einrichtungen, die allen hier an der Militärakademie zur Verfügung stehen. Du kannst zum Beispiel mit deinen Studenten ein Speisebad essen oder einen Übungskampf zu zweit auf dem Übungsplatz austragen. Du solltest dir die verschiedenen Einrichtungen ansehen, wenn du etwas Zeit übrig hast. So lernst du die Studenten, Magister und Arbeiter besser kennen. Ah ja. Pinwände fest. Hast du schon die Pinwände gesehen, die überall im Kloster verteilt sind? Du findest auf ihnen Aufträge von anderen Leuten und Wissenwertes vom Marktplatz. Es gibt auch bestimmte Einrichtungen, die du erst nutzen kannst, wenn du anderen Leuten mit ihren Aufträgen hilfst und dadurch als würdig erweist. Die Pinwände werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, aber solltest du mindestens einmal im Monat einen Blick darauf werfen. Lass dir ruhig Zeit, wenn du mit anderen sprichst, aber wenn es um die Nutzung von Einrichtungen geht, solltest du etwas vorsichtiger sein. Wenn du sie nutzt, ohne im Voraus zu planen, ist deine Freizeit schneller, als du ahnst. Okay. Du kannst das Kloster so lange erkunden, wie du möchtest, aber bestimmte Aktivitäten sind nur verfügbar, wenn du Aktivitätspunkte besitzt. Okay, Dozentenrang. Von dem Magistern der Militärakademie wird einiges erwartet, darum solltest du auf jeden Fall deine Fähigkeiten in Schuss halten. Einfach ausgedrückt, du musst darauf achten, dein Wissen in zahlreichen Gebieten zu pflegen, nicht nur deine Kampfkünste. Okay, deine Aktivitätspunkte. Du kannst einen bestimmten Dozentenrang steigern, indem du Bücher liest, an bestimmten Aktivitäten teilnimmst und so weiter. Okay. Dimitri und Claude sind die Sprecher der anderen Häuser, unterschätze sie nicht. Wenn wir in die Schlacht ziehen, sollten wir besser nicht beide gleichzeitig eingreifen. Ja, das ist auch nicht so schlau. Das hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt, mein Freund. Aber danke für den Hinweis. Die Ritzer scheint wirklich stark zu sein. Ich habe eigentlich gedacht, dass er der neue Magister für unsere Klasse sein würde. Nachdem der andere Magister während der Übungen weggelaufen ist, habe ich gedacht, dass der Ritzer der logische Ersatz wäre. Ich war überrascht, dass du zu meinem Land wurdest. Ich glaube nicht, dass ich gegen Jurica im Kampf ankommen würde. Aber mit dir könnte ich wahrscheinlich fertig werden. Willst du dich verarschen, Kasper? Denkst du, aber mit genug Training werde ich dich eines Tages schlagen. Am Arsch, Junge. Ich meine, ich bin doch euer Boss, oder? Also hier Lehrer. Ich meine, wenn der Typ besser wäre als ich, dann wäre es ja dumm, wenn ich sein Lehrer wäre, oder? Ich bin an keiner Freundschaft interessiert. Wenn nichts Wichtiges zu verbrechen habt, lasst mich in Ruhe und verschwindet. Okay, ich sehe schon, das ist ein sehr freundlicher Typ. Viel Glück beim Übungskampf, hi.
So, ich würde mich jetzt gerne mal um diesen Dozentenrang da kümmern. Ah, ich sehe gerade auf der Minimap gibt es so Ausrufezeichen. Ein großes Wappen. Ja, okay, was habt ihr denn noch alles? Wie geht es dir? Hallo, Magister, wie geht es dir? Wenn du zu beschäftigt bist, würdest du mich mit einem kleinen Ausflug in die Stadt begleiten. Wenn ich zu lange in diesem staubigen alten Kloster eingefrechtet bin, werde ich komplett verrückt. Ja, gerne. Warum nicht, ne? Ich habe eh das Gefühl, die ist an uns doch interessiert, oder nicht? Die nächste Unterrichtskunde. Hey, die ist doch gar nicht bei uns, oder? Bevor ich an die Militärakademie gekommen bin, war ich auf der Magieakademie in der königlichen Hauptstadt. Dort habe ich Annie getroffen. So nenne ich Annette. Oh, vermute Lorenz war auch auf der Magieakademie. Aber Annie war immer so freundlich zu mir, obwohl ich älter bin. Sie ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt. Ah, ist doch süß. Wer bist du? Der Name der Blauen Löwen geht auf den ersten König von Phagos und seinen Ehrentitel zurück. Luke, auch Löwenkönig genannt, trug stets glänzend blaue Gewänder. Seine ritterlichen Heldentaten sind in vielen Legenden festgehalten. In der Bibliothek findet man allerlei historische Berichte zu ihm und den Blauen Löwen. Wenn du mal Zeit hast, solltest du sie lesen. Wir werden was lernen. Okay. Ja, seid nicht böse, wenn ich das zu schnell durchgehe hier. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht zu lange damit aufhalten. Also recht fix hier durchgehen. Damit wir auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Also klar, das ist auch das Spiel, aber ihr wisst, wie ich es meine, glaube ich. So, was ist hier? Noch mehr Typen. Eine goldene Hirsche. Okay, ich werde hier mal einfach schneller durchklicken. Ich suche ehrlich gesagt diese Bibliothek für den Dozentenrang. Den möchte ich schon ganz gerne aufrechterhalten. Aha, was ist denn hier? Ah, hier ist der Speisesaal. Da ist schon der eine Typ da. Butler. Ich hoffe, du hast Vergebung. Magister, ich hoffe, du weißt, dass ich eine gute Fähigkeit im Lesen und Schreiben habe. Mit Traurigkeit habe ich Kämpfe beim Sprechen. Wenn meine Art der Sprechweise zu sprechen eine Bürde erzeugt, hoffe ich, dass du Vergebung hast. Ja, okay. Also sie kann halt nicht so gut sprechen, aber das ist ja egal, ne? Das kriegen wir schon hin. Oh, hallo. Hallo, Magister. Also, ich nenne dich zwar so, aber ich fürchte, ich bin selbst gar kein Studenten hier. Wer bist du denn dann? Mein Bruder wäre nicht erfreut, wenn er dich solche Dinge sagen hören würde. Freundlicherweise gewährt er das Kloster meinem Bruder und mir Zuflucht. Es ist alles, was ich an Familie habe. Okay. Wer ist das denn? Für eine Feier zu Ehren der heiligen Klänzlern wird seltener Fisch benötigt. Würdest du mir dabei helfen, ein paar Fische zu fangen, Magister? Der Teichwart kann dir zeigen, wie man angelt. Okay. Ja, meinetwegen. Felix. Okay, viele Leute. Gemeinsames Essen ist noch nicht vorgestellt. Okay. Ja, was gibt's zu beißen hier? Okay, ich hab Hunger. Okay. Ah, genau. Können wir doch mal. Ich kann jetzt nicht, aber ich freue mich schon drauf. Okay. Ach, jetzt die Pinnwand. Sieh mal an. Gemeinsame Mahlzeit. Das Essen und Speisesaal sieht richtig verlockend aus. Will jemand mit dir gemeinsam essen? Insbesondere Damen sind willkommen. Okay. Ich bräuchte etwas Hilfe beim Anbau von könnte etwas Hilfe beim Anbau von Gemüse gebrauchen. Ah. Hallo zusammen. Helft mir doch bitte. Genau, das ist das mit dem Fisch. Ah ja, es gibt Schnellreise, das ist ganz cool. Okay, ja, schauen wir uns erstmal um. Ach, hier ist das mit dem Teich, glaube ich, ne? Gewächshaus und Fischteich. Okay, aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Part an. Also ich weiß nicht genau, wann es jetzt hier endlich mal mit Gameplay losgeht. Ich freue mich ehrlich gesagt schon darauf. Es scheint viel vorgeplänkelt zu sein. Damit geht es dann auch im nächsten Part weiter. Ich schätze mal, es geht wahrscheinlich sogar noch einige Parts. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weiter mit den Quests machen. Bis zum nächsten Mal hier bei Fire Emblem Three Houses. Haut rein!